So, hallo und herzlich willkommen noch einmal kurz jetzt zur US-Markteröffnung Live Trading TV für JFD Brokers. Einen kurzen Augenblick, ich schaue noch mal ganz kurz hier, zack, ob man mich jetzt hören kann. Das sieht auf jeden Fall so aus, also, ja, sehr schön, also hören kann man mich, das Bild sieht man auch, super, dann können wir gleich durchstarten. Also, ja, unglaublich dankbar, was der DAX da jetzt gerade fabriziert, nicht wahr? Der eine oder andere hat es ja mitbekommen, heute Morgen schon bereits im Format DAX Long oder Short. Auch im Morning Meeting, der Trade hat sich dann noch so ein bisschen gezogen, mein Short Trade im DAX. Ich bin damit einen kleinen Profit von 24 Punkten ausgestoppt worden, hatte den Stop nachgezogen nach Supertrend wie geplant. Ja, und jetzt kann man sich ja vorstellen, was ich gerne gesehen hätte, ne? Also diese Fortsetzung dieser bärischen Action, das wäre doch der absolute Knüller gewesen. Hier bin ich ausgestoppt worden, ja, diese Gegenbewegung dort um roundabout 13 Uhr, 13.20 Uhr. Es hat sich dann noch eine ganze Weile weitergezogen und dann ist jetzt gerade mit der US-Eröffnung tatsächlich bärische Action aufgekommen. Ja, das ist natürlich unglaublich undankbar, aber gut, part of the game, also es gehört dazu. Wie gesagt, es wäre ein ziemlich schöner Trade dann noch geworden. Wir haben die Zielregion, oder ich hatte die Zielregion ja um 11.700 Punkten, die erste ausgegeben gehabt und darunter eben den Bereich um 11.640, die wird jetzt tatsächlich angelaufen. Ja, also auch die wird erreicht dank der bärischen Vorgaben vom US-Markt. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich hier noch einen Sell-Stop hinlege unter die Tagestiefs 11.714. Auch das wäre jetzt eine insgesamt sehr, sehr gute Idee gewesen. Aber dann wiederum ein wenig zu diskretionär und vielleicht auch zu aggressiv in dem immer noch übergeordnet bullischen Marktumfeld. Denn der Markt, der macht ja aktuell nichts anderes, als eine Korrektur auf den Weg zu bringen. Ja? Und in diesem Zusammenhang, also eine Korrektur, das ist jetzt hier der Daily. Kurzen Augenblick, wir gehen mal auf die Stunde im DAX. So. Und da kann man sehr, sehr schön erkennen, dass diese Korrekturbewegung, die jetzt hier auf den Weg gebracht wird, dass das eben antizyklisch ist. Das ist eine ganz klassisch antizyklische Position. Und diese handle ich ungerne hyperaggressiv. Also aggressiv ist okay, ausgehend von der Open Range in den Wirkungsbereich hinein und dann eben ausgehend von einem Bruch auf dem Open Range, der Open Range dann auf der Unterseite an der Stelle, ist das, glaube ich, initial. Und während des europäischen Handels, wo man dann auch sich das Volumen verspricht, ist das absolut nachvollziehbar und denke ich auch eine absolut legitime Idee heute Morgen. Es hat ja funktioniert. Ja, leider in Anführungsstrichen für nur 24 Punkte gereicht, aber nichtsdestotrotz. Hyperaggressiv, so würde ich interpretieren, wenn ich jetzt nochmal in diese Bewegung hinein dann versuche, also in diese Korrekturbewegung hinein, wenn ich dann nochmal versuchen würde, unabhängig jetzt von meinem eigentlichen Handelsansatz, rein diskretionär den zu shorten. Und das ist dann eben was, wovon ich jetzt abgesehen hatte. Wie gesagt, das ist jetzt im Nachgang, ist das ein bisschen ärgerlich. Die Frage, die sich aber auch hier natürlich stellt, ist folgende. Wie viel Potenzial hat er jetzt auf der Unterseite noch? Unterhalb der 14 Stop hätte ich jetzt schon nachziehen können. Aber auch hier, wo ziehst du den Stop nach? Stop-Management wäre wieder hier Supertrend gelaufen. Der läge aktuell eben bei 7.02. Also das sieht natürlich erstmal nach einer richtig schönen, satten Bewegung aus. Nichtsdestotrotz, Stop-Management, Exit-Management auf so einen Trade. Aktuell werde ich dafür hier mit, wenn er dort ausgestoppt würde, dann mit 12 Punkten eben belohnt. Und das ist sowas, ich bin da so ein bisschen reserviert. Also vor allem im aktuellen Marktumfeld und ganz besonders eben, weil die Marktbedingungen hier erstmal noch nicht übergeordnet, die mich dominierenden Zeitebene, noch nicht ganz Short sind tatsächlich. So, was hat den Impuls im DAX auf den Weg gebracht? Ein Dow Jones, der richtig wegschmiert gerade auf der Unterseite, eine größere Korrekturbewegung auf den Weg bringt. Wir sehen es ja hier schon bereits, beziehungsweise ich kann ja mal ein bisschen besser, hier sieht man das, auf den Guidance-Chart gehen. Da kann man das erkennen. Also ein ziemlich deutlicher Rücksetzer, der uns zurückführt in diese Trading Range zwischen 19.700 und 20.000 Punkten. Auch hier erkennen wir, es ist nichts anderes als ein Rücksetzer. Der überläuft jetzt zwar das Ausbruchniveau ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, oberhalb von 19.700 Punkten bleibt der Dow Jones weiter bullish. Das heißt also, wir sollten in diesem Zusammenhang jetzt, ich denke davon absehen, hier ebenfalls schon den großen Crash vorauszusehen, denn diese Korrekturbewegung ist überfällig. Sollten wir allerdings jetzt weiter Abwärtsmomentum aufnehmen in den kommenden Tagen und sollte es infolgedessen, also sollte es nicht nur jetzt ein kurzes Durchschnaufen mal sein, sondern sollte jetzt der Dow Jones wirklich weiter auf der Unterseite marschieren und dann sich aufmachen in den Bereich um 19.700 Punkte und diesen attackieren, dann wird es allerdings schon ein bisschen ernst, denn wenn wir diesen Bereich unterschreiten, dann ist denkbar, dass wir eine größere Korrektur
Korrektur auf den Weg bringen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch den Preis dafür zahlen, dass wir hier ohne Korrekturbewegung gestiegen sind. Denn das Korrekturpotenzial beträgt im Falle, dass wir unter 19,7 fallen, locker 1000 Punkte. Also auch hier, ich finde das ganz interessant. Ich habe jetzt mal den 200er SMA in den Markt gelegt. Der zeigt ganz klar natürlich, wir handeln oberhalb diesem, Vorteil ist auf der Long-Seite. Aber wir haben uns eben sehr weit wegbewegt von dem 200er SMA, also dem gleitenden Durchschnitt für die letzten, einfachen gleitenden Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage auf Schlusskursbasis. Und es ist dann durchaus mal denkbar, dass wir den vielleicht auch als Orientierung nehmen, als Bereich nehmen, gegen den wir mal anlaufen können. Und wir sehen, wir handeln aktuell hier bei 18.500 Punkten. Also das bedeutet etwas anders. Das ist schon die Region um dieses Ausbruchniveau. Das werden wir jetzt nicht in den nächsten Tagen sehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der Markt dann auch beginnt, so ein bisschen auch stärker nachzuziehen, dynamischer ranzulaufen, also hier der SMA. Aber nichtsdestotrotz, als Orientierung vielleicht ganz interessant, und das zeigt, da ist schon eine ganz schöne Lücke entstanden und es besteht durchaus das Potenzial, dass da über kurz oder lang vielleicht dann nochmal, spätestens wenn wir unter 19,7 fallen im Dow Jones, eine schärfe Korrektur auf den Weg gebracht werden könnte. Ja, das also in diesem Zusammenhang für das Bild im Dow Jones. Auch hier sehen wir ganz klar die sich jetzt abzeichnende, das will ich hier einzeichnen, bärische Divergenz. Auch hier ist übrigens jetzt noch nicht gesagt, dass wir sofort ins Bodenlose stürzen. Also auch das ist wichtig. Also nicht nur ausgehend von der Tatsache, dass wir oberhalb von 19.700 Punkten noch long sind, sondern es ist eben auch so, der Markt, es ist relativ häufig schon vorgekommen, das wird der eine oder andere auch sicherlich bestätigen, es ist relativ häufig schon vorgekommen, dass wir nach solch einem ersten kurzen Rücksetzer dann nochmal einen kurzen Lauf in Richtung der Hochs gesehen haben und dass der Markt dann anschließend begonnen hat, stärker zurückzusetzen. Also dass es ein bisschen gedauert hat. Das ist durchaus denkbar, dass sich das jetzt ein paar Tage zieht, bis dann dort eine schärfere Abwärtsdynamik auf den Weg gebracht wird. Also was ich damit sagen will, diejenige Fraktion, welche, die jetzt vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, jetzt volle Pulle short, das könnte eventuell derzeit noch ein bisschen zu früh sein. Also noch sind wir bullish, oberhalb von 19.700 Punkten. Und noch ist das vielleicht sogar ein attraktiver Bereich, hier über ein Long-Engagement nachzudenken. Ähnlich wie im DAX eben beispielsweise auch, der ebenfalls solch eine Divergenz hier abzeichnet. Auch hier, ich habe mal den 200 SMA gezeichnet, auch hier als Orientierung. Auch hier besteht das Potenzial, spätestens wenn wir unter L4 fallen, dass das größer wird, die Korrekturbewegung. Aber alles in allem ist das bis hierhin noch nicht wirklich viel. Also solange wir über L4 im DAX handeln und solange wir oberhalb von 19,7 im Dow handeln, sehe ich da diesbezüglich derzeit noch keinerlei große Notwendigkeit, dann wirklich aggressiv aktiv auch zu werden. 5 Minuten Betrachtung. Wir sehen jetzt hier in diesem Zusammenhang die Open Range natürlich, der Dow Jones. Das ist insofern ganz interessant. Und das hat mich auch übrigens so ein bisschen, das will ich auch dazu noch anfügen, das hat mich so ein bisschen auch davon abgehalten, den DAX beim Break auf neue Tagestiefs zu shorten. Also das kam nochmal ergänzend hinzu, denn ich muss mir natürlich auch klar machen, dass der Dow Jones natürlich hier, also beziehungsweise auch der S&P, wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Dow Jones, wir könnten auch den S&P uns hier betrachten, die sind sehr, sehr äquivalent jetzt oder gleich zu betrachten tatsächlich, dass wir hier auch mit einem sehr, sehr starken Abwärtsgap aufgemacht haben. Hier in grün, das ist das Tief von Freitag, hier in türkis, das ist der Eröffnungskurs. Wir sehen, dass wir trotz der Tatsache, dass wir halt durchgehandelt werden, ja, das ist jetzt auch ganz wichtig zu berücksichtigen, für mich ist der Kassa Open eben relevant bei der Wall Street Eröffnung, also das heißt 15.30 Uhr unserer Zeit. Und wir sehen, dass wir hier bei 20.010 Punkten ungefähr die Eröffnung sehen, die Kasse macht auf, also die Wall Street öffnet um 15.30 Uhr. Und wir sehen dann eben hier, dass das Tief am Freitag bei 20.072 lag. Das sind 62 Punkte, die der Dow echt unterhalb der Tiefs von Freitag in der Kasse jetzt eröffnet. Infolgedessen scheint es durchaus denkbar, dass solch ein Gap-Close-Versuch dann auch mal gestartet wird. Der ist ausgeblieben. Das ist eigentlich ein Schwächesignal. Das muss man ganz klar sagen. Und man sieht es auch vom Open weg. Wir sind sofort verkauft worden, rund 100 Punkte. Aber auch da eben nur 100 Punkte. Also es ist jetzt nicht so, dass hier die große Apokalypse naht. Wir müssen uns immer mal das in Relation setzen zu den derzeitigen Kursniveaus, auf denen der Dow Jones hier handelt. Also wir handeln um 20.000 Punkte, ein 100 Punkte Rücksetzer, das sind 0,5%. Also das bricht nichts und niemandem irgendetwas aus einen Zacken aus der Krone. Das ist wichtig zu berücksichtigen in meinen Augen. Und demnach wäre jetzt auch zum Beispiel durchaus nochmal denkbar, dass wir auf jeden Fall versuchen, hier einen Rücksetzer auf den Weg zu bringen. Vielleicht sogar an die 20.000er Marke. Man könnte dann überlegen, den von hier zu shorten. Einen direkten Trade der Open Range hier auf der Unterseite, das würde ich ehrlich gesagt derzeit vermeiden wollen. Weil ich hätte auch Schwierigkeiten jetzt zum Beispiel, ausgehend von solch einem Break der Open Range, den hätten wir übrigens hier schon bekommen, auch zu sehen bekommen. Mein Trade kommt offensichtlich gar nicht ins Laufen. Aber wenn wir jetzt ausgehend hiervon, von diesem kurzen Spike auf der Unterseite,
dann überlegen würden, die Open Range nach unten nochmal zu traden, dann ist das Problem vor allem an erster Stelle, wo setzt du einen sinnvollen Stop hin? Du kannst natürlich sagen, ich setze den Stop hier über das derzeitige Kassenhoch, das sind die 20.015, dann haben wir einen 100-Punkte-Stop ungefähr auf der Unterseite, insgesamt. Ist schon ganz schön satt, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass für ein Erreichen eines Chance-Risiko-Verhältnisses von 2:1, was ich persönlich auch haben wollen würde, wenn ich hier gegen den Vorteil handelt. Also wie gesagt, wenn ich mir den Tag angucke, dann sind wir bullish, dann handeln wir jetzt hier die Korrektur, eine Regression. Ja? Und ich möchte in solch einem Fall, möchte ich schon ein Chance-Risiko-Verhältnis haben, was mich dann auch für diese Tatsache gut entschädigt. Und das ist ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1. Weswegen ich dann eben sage, wenn ich hier jetzt auf eine 200-Punkte-Chance auf der Unterseite gehe, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber derzeit stellt sich dann auch schon wiederum die Frage, naja, wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir jetzt hier tatsächlich noch die 200 Punkte auf der Unterseite laufen? Dafür fehlt dann zum Beispiel das wirkliche Risk-Off. Also das Marktumfeld, wo ich wirklich sage, hier ist jetzt Land unter und hier erwarte ich wirklich weitere starke, aggressive Verkäufe. Was mich da eben so skeptisch machen lässt, ist beispielsweise, auch wenn der jetzt langsam ins Laufen kommt, man erinnere sich dran an meine Ausführung heute früh im Morning-Meeting, wo ich sagte, Dollar-Yen zum Beispiel, oder generell der japanische Yen, wenn ein Rücksetzer kommt, dann ist es eben entsprechend so, dann erwarte ich den Yen gut performt. Der performt aktuell gut, er ist jetzt ins Laufen gekommen, in den Nachmittag hinein, wir können das auf 15-Minuten-Basis sehr, sehr schön sehen, ja, ab 14 Uhr im Grunde genommen ging es hier rasant abwärts, wir haben neue Tagestiefs zu sehen bekommen, auch britisch-Pfund-japanischer Yen, der kommt richtig, da kommt richtig schön Zug drauf, erinnert man sich dran, das habe ich sogar gesagt gehabt, ist vielleicht eine Währung sogar, die man da lieber nutzen sollte, ja, weil britisch Pfund da vielleicht sogar dann noch ein bisschen mehr Korrekturpotenzial hat, aus diversen Gründen, die wir jetzt hier nicht ausufern lassen wollen. Aber Fakt ist eben mal, für ein richtiges Risk-Off ist mir das noch ein bisschen zu dünn. Und das ist eben genau der Grund, weswegen ich diese Chance auf der Unterseite nicht sehe. Was man jetzt machen könnte wäre, dafür bedarf es aber ein wenig Geduld, dass man ausgehend eben von der Handelsspanne hier im Dow Jones sagt, okay, wir warten jetzt erstmal hier eine Stabilisierung ab, der Markt versucht vielleicht eine kurze Gegenbewegung, vielleicht erstreckt sich die sogar bis zum Open und dann könnte man versuchen eben hier, wenn der Markt dagegen dann abkippt, könnte man versuchen, solch eine Struktur hier einzusteigen, bei solch einem Bruch, wenn der Markt dann beginnt, fallende Hochs, fallende Tiefs zu produzieren und mit einem aggressiven Stop darüber zu handeln. Und dann mal schauen, ob wir wenigstens nochmal die Tagestiefs anlaufen. Ja, das wäre so eine Überlegung, die man vielleicht hier ins Feld führen könnte. Aber insgesamt würde ich mich derzeit noch so ein bisschen reserviert zeigen wollen. Also um solch ein Szenario im Dow Jones zu traden, bedarf es erstmal noch so ein bisschen Price Action, ein bisschen Action. Vielleicht müssen wir sogar bis 20 Uhr heute Abend warten, bis dann auch die Mittagspause in Anführungsstrichen dort vorbei ist und dass dann wieder so ein bisschen Momentum reinkommt. Bis dahin, wie gesagt, würde ich aber derzeit den Dow Jones erstmal Dow Jones lassen wollen. Also er soll erstmal sich ein bisschen beruhigen, vielleicht sogar zu einer Gegenbewegung ansetzen. Vielleicht muss sie auch gar nicht bis zum Open sein. Vielleicht kann das auch eine Gegenbewegung sein bis hier, so in diesem Bereich. Und dass man dann versucht, solch ein Szenario short zu traden, ja, dass man ein Abkippen, eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs identifiziert. Wie gesagt, es ist erstmal ein Schwächesignal, dass wir das Gap nicht geschlossen haben, aber jetzt möglichst schnell reinspringen zu wollen und hier dann auf tiefere Tiefs zu spekulieren, ja, und die Open Range dann entsprechend aggressiv jetzt zu shorten, wenn der nach unten durchgeht, das erachte ich ein bisschen zu optimistisch für die Bärenseite. Ja. Das ist nicht gesagt, dass das nicht kommen kann, aber die Wahrscheinlichkeit, die erscheint mir doch relativ gering und in den kommenden Tagen ist dann durchaus neuer Lauf denkbar, aber heute vielleicht ist das noch ein bisschen verfrüht. So, und das soll es dann auch meinerseits gewesen sein. Ja, und dann hören wir uns wieder zum Morgen-Meeting morgen um 10.30 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dann, habt euch wohl. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und tschüss.